aber selbstverständlich. Müssten nun ihre Versuche, uns zu töten, einstellen. Lasst uns zu der Statue zurückkehren. Aber selbstverständlich. Los, such! Push! Ihr müsst ihm schon etwas geben, wonach er suchen kann. Ihr könnt doch nicht einfach Such sagen und erwarten, dass er irgendwas für euch findet. Und warum nicht? Ich habe mal von einem wirklich klugen Mabari gehört, der einfach losgelaufen ist und immer irgendwas gefunden hat. Ein Kuchen zum Beispiel. Ich glaube, der hier ist kaputt. Ich bin der Geist Eleni Zinovias, einstige Gemahlin und... Beraterin von Archon Valerius, bla bla bla. Untergang des Hauses, ja, das hatten wir doch schon alles. Finn, ich grüße euch. Wir haben uns schon früher über das Reich unterhalten. Es ist schwer, Antworten von ihr zu bekommen. Man muss erst all dieses gewichtige Kauderwelsch entschlüsseln. Wir wissen, wo ein zerstörter Illuvien ist. Können wir damit die anderen finden? Ihr müsst wahrsagen. Das zerbrochene Glas, scharf wie ein Dolch, wird euer Schlüssel sein. Die Lichter Arlathans werden den Weg des Wahrsagenden erleuchten. Die Archons besaßen sie. Doch sie wurden missbraucht, beschmutzt und gingen verloren, wie so vieles, was das Reich berührte. Einige wurden gerettet, von Flüchtlingen aus der Elfenstadt. Ihre Trauer weckte den Stein, und seine Kinder gaben ihnen Schutz. In den tiefen Hallen von Kathalash, was man heute Kadash nennt, fanden sie Zuflucht. Dort ruhen die Lichter Arlathans, abgeschirmt von den Augen Unwürdiger. Sie hat die Kinder des Steins erwähnt. Mir war nicht bewusst, dass die Dugin'len meinem Volk einst geholfen haben, als es fliehen musste. Die tiefen Hallen von Kadalash. Das muss irgendetwas Zwergisches sein. Lebt wohl, Finn. Wir werden nicht mehr miteinander sprechen. Was? Was soll das denn heißen? Also Magier, erzählt uns, was los ist. Die Illuvien sind miteinander verbunden. Falls sie noch existieren, führt euch eine von ihnen zu den anderen.
Aber der, den ihr kennt, ist zerstört und verderbt. Wir brauchen also etwas anderes, um die Magie zu verstärken. Die Lichter Arlathans. Ja. Ich bin mir sicher, dass irgendwo in meinen Büchern eine Karte zum Kadaschteig ist. Ich werde sie unterwegs schon finden. Rianne, hat euer Name auf Elfisch eine bestimmte Bedeutung? Bei den Schöpfern. Warum werden Angehörige anderer Völker das eigentlich immer wieder gefragt? Also, ich wollte nicht... Was ist mit euch? Wurdet ihr nach der Flosse irgendeines heiligen Fischs benannt? Um ehrlich zu sein, war mir der hochwohlgeborene Florian Phineas Horatio Aldebrand einfach ein bisschen zu lang. Und ich war es leid von... Hast du gehört, was in Kirkwall vor sich geht? In Kirkwall? In den freien Marschen, du Trottel. Halb Ferelden ist während der Verderbnis dorthin geflohen. Angeblich soll es dort ein Flüchtlingslager geben, das doppelt so groß ist wie die Stadt. Aber da der gesamte Ort von Templern geleitet wird, kommt niemand dort rein. Sie haben gehört, was hier passiert ist, und das hat sie irgendwie nervös gemacht. Die können immer nur kritisieren. Euer Name ist Florian Phineas? Horatio Aldebrand, der Hochwohlgeborene, nicht zu vergessen. Mein Vater hat darauf bestanden. Haben euch eure Eltern gehasst? Nein, sie lieben mich. Ich glaube, der Name kommt daher, dass ihre überwältigende Liebe ihren Verstand verdrängt hat. Selbstverständlich. Ich glaube, ich mag die tiefen Wege nicht. Es gibt weniger dunkle Brut, als ich dachte. Aber ich fühle mich beobachtet. Moment, warum haben wir Halt gemacht? Ist dies der Kadaschteig? Gut, also ich bin meine alten Notizen durchgegangen. Und ich bin dabei auf diese Fußnote gestoßen. Offenbar haben die Elfen bedeutende Relikte auf magische Art verborgen, um sie vor den Augen unwürdiger zu schützen. Und wenn man bedenkt, was die Magister aus Tevinter getan haben, schätze ich, dass sie zu diesen Unwürdigen zählen. Was ihr nicht sagt. Ja, ich weiß. Wenn sonst schon kaum etwas für mich spricht. Wenn die Elfen die Relikte durch Magie verborgen haben, kann nur das Blut ihres Volkes sie offenbaren. Arianne, wir brauchen euer Blut. Wie bitte? Nur ein paar Tropfen. Das ist alles. Arianne, in euren Adern fließt das Blut der Elfen Arlathans. Also seid ihr die Einzige, auf die diese Verzauberung reagieren wird. Also gut. Aber nur, weil mich das ganze Gerede darüber schon kribbelig macht. Ein paar Tropfen. Es geht ganz schnell. Mein Zauber wird magische Wirbel enthüllen. Wenn wir darin stehen, müsste uns die Energie, die zu den Relikten gezogen wird, zu ihnen führen. Sobald wir in den Einflussbereich der Lichter Arlathans kommen, wird Arians Blut sie uns offenbaren. Aber wir müssen dafür in ihrer Nähe sein.